den Trank rein und gehe in den nächsten Gang. So. So. Hola. Das ist aber mies, über einen Pisten zu rennen, weil der da immer dieses komische Dingsel hat. Ach, schön, und das schmeißt mich auch noch runter, wenn ich da nicht gerade rechtzeitig springe. Dann will man gerade mal die Physik testen von so einem Ding und dann. Hoppala. Na, das ist wie. Oh, das ist doof, das ist gemein. Mach ich nicht. Kann man ja nicht mehr sprinten. Okay. Nein, ich hüpfe hier schon länger als zur Piste. Ich darf nicht mal hüpfen auf so einen Pisten. Ich muss da direkt loslaufen und drüber rennen und dann springen. Ey. Miese Kacke. Miese Kacke ist dies. So, nochmal hoch. Drücken. Ja. Ach ja. Irgendwann schaffe ich es auch noch. Nein. Es ist mir zu hoch, runter springen und das. Nein, das Springen lässt sich davon ja auch beeinflussen. Das ist. Um es auszudrücken, es ist Kacke. So, das haben wir geschafft. Und jetzt müssen wir schräg laufen. Also. Boah, eh. Ich könnte gerade hier so über diese Pistons, ne, abmeckern. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist so voll gemein und so. Ich hätte gerne Schalter an den Pistons, dass ich wenigstens das Jump-Run probieren kann. Ich hasse Timing-Sachen. So. Der will doch nicht ernsthaft, dass ich da rennen kann, oder? Das geht nicht. Ich mache einfach so. Oh, ich bin auch ein Mongo. Aber ernsthaft. Oh, dich hätte ich vorher aktivieren sollen, vielleicht. Hä, warum sind da lange Knöpfe? Das ist voll die Verwirrung. Da kommen wir ja einfach mit Rennen rüber. So. Ja, aber genauso gut wie mit normal laufen. So, so und hupsa. Und huppa. Huba, buba. So, drüben. Knopf. Und hier ist Magma-Creme und eine Druckplatte. Und Knöppels. Knöppel gedrückt. Fehlen hier irgendwie die Leitern? Kann das? Ich nehme mir mal kurz ein Stack Leitern und baue diesen Gang hier zu Ende. So. Ich schätze mal, dass die Leitern fehlen. Ich schätze auch mal, dass ich die Druckplatte bekommen habe, um sie am Ende des Ganges hinzulegen. Oh. Oder auch nicht. Gut, die Druckplatte behalte ich mal und die Leitern, die schmeißen wir mal irgendwo in die Gegend. So. Und runter. Und nochmal das Ganze. Ui. Ja, können wir schon mal Magma-Creme reintun? Ja, machen wir doch mal. Komm. Ach, lass wir das doch. Ich will hier nichts kaputt machen. So, und benutze nur eine Angel in diesem Raum. Dann nicht gesagt, dass ich nicht reingehen darf. Ich muss nur wissen, welche Druckplatte die Tür öffnet. So. Ach, guck mal, warte mal, wenn ich mich hier hinstelle und dann. Tada. Wunderbar. Das ist wahrscheinlich die. Was? Nein, das ist wahrscheinlich der. Der nächste Schalter für die Rätselkammer. Hm, nett. Und noch ein Trank. Und dann können wir hier zurückgehen. Wunderbar. Bin ich gerade durch die Decke nach unten durchgefallen? Okay. Ich fliege durch diesen Gang eben. So. Oh, hallo Leitern. So, ich habe einen Schalter hier oben.
Und guck mal hier hoch. Oh. Hi. Lalala. Ein Diamant. Und ein schwarzes Hühnchen aus dem Weg. Ich glaube, ich weiß schon, wo wir sind. Das habe ich vorhin schon gesehen, außerhalb der Map schon standen. Lass mich hier raus. So. Das war es dann wohl. Habe ich was übersehen? Ich habe auf jeden Fall meinen Trank noch nicht gebraut. Ach, guck mal. Hier kommt man dann wieder auf die Map hoch, oder wie? Ja, gut. Das machen wir aber gleich erst. Wir holen uns erstmal unseren Smexi-Trank. Hier was, genau. Flupp. Wo lang? Da lang und dann wieder hier runter. Hui. Hier durch. Trank Nummer 2 einsetzen. Magma Cream rein. Reicht schon Magma Cream? Damit ein Feuer-Resi-Trank rauskommt? Ich weiß es gar nicht. Das Interface ist immer noch... Ach ja, ich habe gar kein geupdatetes Texture-Pack. Kann ja schon geändert sein. Weiß ich ja gar nicht. Ahahu. Gut. Please tell me, Fireweasy. From the bar. Gut. Gut, dann können wir wieder nach oben gehen. Wie sind wir eigentlich? Kann ich mal irgendwas aus meiner Hand hier wegpacken, dass ich auch mal einfach freihändig rumrennen kann? Ich mag freihändig rumrennen, wenn ich schon kein Schwert habe. Ah ja, genau. So ging es nach oben. Ich wusste doch, dass es irgendwie ohne Rätselraum nach oben geht. So, ich bin immer hier. Gut. Dann schwimmen wir hier hoch. Jetzt, wo wir die Feuerresistenz-Tränke haben. Und suchen wieder den Ausgang, der hier um die Ecke war. Genau! Ne, Mr. Schwein, wie kommst du? Ich muss dich leider tothauen. Komme ich sonst nicht hier raus. Danke. Sucht sich aber auch eine doofe Stelle aus. Gut, jetzt sind wir hier wieder in einem Labyrinth in dicken Anführungsstrichen. Und jetzt sind wir wieder draußen. Gut, haben wir dies auch. Da waren wir überall. Glaube ich. Ja. Ja, ja. Ja. Ah ja, hier sind wir. Okay. Gut, dann geht's hier runter. Dann. Feuerresi-Trank. Und dann schauen wir doch mal hier durch, was am Ende dieses Tunnels ist. Da ist auf jeden Fall schon offen. Oh, jetzt nicht mehr. Spiele jetzt auf easy. Ohne Waffe. Ganz sicher? Okay. Ich warte noch. Achso, nee, das Feuer ist ja kein Schaden. Das ist ja generell da. Genau. So. Ah, guck mal, da kommt ein Schwert für mich raus. Sehr nett. So mag ich das. Vorräte, Zellen, ist das ein Gefängnis? Kann ich eigentlich mal kurz... Da ist noch ein Diamant drin. Na also. Gut. Joa, kleine Zellen. Und verschlossene Zellen. Ich sehe in dein Gefängnis. Siehe verschlossene Zellen. Kleine Zellen. da könnte ich rein... Könnte ich reingehen? Die Betten sehen zwar ziemlich eklig aus, schlafen sollte ich aber trotzdem. Du kannst nur noch schlafen. Oh. Heiltränke für mich. Sehr lieb. Und zack. Und zack. Gut, haben wir auch. Ist es leer. Wahrscheinlich so die Nahrungslieferung in die Zellen rein. Lustige Idee. So. Wie lange bin ich noch? 1,5 Minuten noch. Itemkasten. Mal durch. So, was ist hier noch Tolles? Enderpearls. Die Gitter brauche ich, glaube ich, jetzt mal nicht. Und das Wasser auch hier nicht. Obwohl, ich könnte mal wieder auffüllen. So. Ernsthaft? Wie hätte ich den Sprung? Wie soll man den Sprung dann bitte schaffen? Ich fliege kurz mal wieder hinter. Wieso habe ich das jetzt ausgeschlagen? Weiß ich nicht. Ich mag Feuer nicht. Ich bin kein Fan von Feuer.
Nee, ich mag diese Sprünge nicht mit Decken. Ich fliege ja auch jetzt ein paar Mal zurück, ob ich es überhaupt schaffe jemals. In der Zeit, während ich noch keinen Feuerschaden kriege und verbrennen könnte. Nö. Ich schaff den Sprung nicht. Soll der überhaupt schon schaffbar sein? Ich schätze ja. Sonst würde ich ja nicht weiterkommen. Darf ich mich kurz da reinstellen und löschen? Natürlich nicht. Habe ich jetzt irgendwie sowas vergessen, dass hier irgendwas Cooles auslöst, dass ich da rüberkomme? Sagen wir, ich würde hier diesen Sprung schaffen. Oder muss ich hier durch... Ach, guck mal, ich müsste hier hinter... Aua, Moment, Hilfe. Nein, ich will nicht verbrennen, tut mir leid. Ah! So. Okay, ich wäre hier durchgeschoben. So, jetzt habe ich einen Schalter gedrückt, der die Tür da drinnen öffnet. Wie komme ich überhaupt da hoch? Ich verstehe hier gerade die Welt nicht. Müsst ihr wissen. So. Hier rein wäre ich gekommen. Hier wäre Schnee und ein Kessel und sonst nichts. Kein Geheimgang. Ich verstehe den Raum nicht. Entschuldigung, aber der Sprung ist allein schon ziemlich unmachbar. Selbst wenn man ihn schaffen würde. Gibt es hier irgendwo einen Knopf wieder an der Wand oder? Nö. Ich sehe nicht. Sollte das Glas vielleicht noch weg sein und dass man dann da versucht, irgendwie hinzukommen mit einem Kästchendeckensprung, der nicht möglich ist. Und dann darf man da rein und wieder raus. Und wie soll man den Sprung dann schaffen? Ich muss leider cheaten. Für mich war da gerade keine Möglichkeit, irgendwie durchzukommen. Und mein Arm ist gerade am Einschlafen. Ah, ich habe mir schon gedacht, dass jetzt... Och, was habe ich denn für ein Powerschwert? Ah, okay. Ein bisschen okay. Ah, dafür können schon viele Gegner kommen. Hui. Voll aufs Maul gehauen. Hey, verprügelt. So, da ist noch zu. Wieso ist da zu? Ich leuchte gerade mal ein bisschen aus. So. Ist hier irgendwo ein kleiner Schalter? Danke. Sollte der, also ich schätze mal, er sollte die Tür hier öffnen. Ist der vielleicht falsch platziert? Ich platziere mal selber nochmal. Oder soll man den einfach abbauen? Ich nehme ihn einfach mal. So, simpel. Still auf Peaceful. Ich habe diesen Tunnel gegraben, um hier endlich rauszukommen. Leider habe ich direkt in die ihre Forschungskuppel gegraben. Tatsache, um kurz anzumerken, wenn ich meine Items wieder gesichert hätte, hätte ich kein Schwert gehabt, um hier zu kämpfen. Und der nächste Schalter für die Rätselkammer. Ich glaube, ich habe schon einen dafür verschwendet. Die Äste sind zu dicht, um durchzukommen. Jo. Die Freiheit ist so nah, aber ich denke, es ist noch weit. Okay. Wir haben auch schon 32 Minuten hier, ne? Vielleicht bin ich auch einfach langsam. Ich bin so müde, ich brauche ein Bett. Brauche ich irgendwie immer. Ach, guck mal, ich kann sogar mal in dem Bett schlafen. Ist doch mal was. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wo ich bin, aber hey, wenigstens schlafen. Ha, und meine Hand wacht wieder auf. Kribbel, kribbel, kribbel. So, Testräume. Streinger, enter nur mit Schutzkleidung. Ich habe keine Schutzkleidung. Wäsche kann man neue Schutzkleidung abholen. Oh. Ich will meine Schutzkleidung. Aua. Immer diese Biestensprünge über. Ich glaube. Da komme ich nicht mehr raus. Uch. Den sollte ich mal aus der Hand nehmen.
Joa, hier wäre ich drin gefangen. Kurz mal rausfliegen wieder, damit ich es noch ein zweites Mal probieren dürfte. Also ihr habt diese Map aufgebaut, aber scheinbar nie selber getestet, von wegen runterfallen, etc. Besonders wird es. Boy. Hallo? Ist aber auch wieder sowas Gemeines. Ich habe keine Lust gerade mehr drauf. Sagen wir einfach, es hat jetzt diese 30 Minuten Grenze, die ich überhaupt gesetzt habe, überschritten. Ab jetzt werde ich bei einigen Sprüngen etwas freundlicher sein. So, so. Geht gerade nicht mit R, weil es einfach eine schlechtere Rüstung ist. Da ist noch ein Diamant. So. Und runter hier. Blub. Dum du di di du. Dum di dum di du du. Dum di du. So. Ne, das ist aber nett, dass man hier wieder so rauskommt. So, das wäre der Ausgang. Und hier nur mit Schutzkleidung soll ich wahrscheinlich den Knopf setzen, weil ich die Schalter, wie es scheint, behalten soll. Nun gut. Gefangene Ziegel zeigen Wirkung auf Steroide. Bewiesen. Übermenschlichkeit der Gefangenen. Nein. Der Hulk ist mächtig. Okay. Creeper Protection. Versuche fehlgeschlagen. Cool. Durchgang gesprengt. Ach, guck mal, hier ist der Ausgang. Wunderbar. Ich nehme mal an, dass das Labor geheim bleiben sollte. Ja, nehmen wir mal an. Labor. Wow, ein Geheimgang, wie abwechslungsreich. So. Keine Ahnung, wie der normal aufgehen sollte, aber gut. So. Waren die zwei Schalter jetzt für hier oder für den Rätselraum? Ich brauche auf jeden Fall noch wieder einen zweiten, den ich irgendwo mal platziert habe. Hier habe ich mal einen hin platziert. Wir nehmen einfach mal die mit. So. Und jetzt müssen wir in diesen Gang mit den Rätseln. Der war hier, glaube ich. Brauche ich nicht drei Schalter jetzt? Egal. Ja, ich bin so gut. Schauen wir mal Gang Nummer 1 an. Wir hauen einfach den Schalter immer wieder ab, wenn es sein muss. Im Raum der ewigen Flamme wird ein Licht vergehen und ein anderes entstehen. Entschuldigung. So. Glückwunsch, du hast es weit gebracht. Suche nun den König und mache den Raum der Lichter noch heller. Okay. Blub. Lava und Furcht blockieren den Weg, doch hab keine Angst und geh einen trinken, bevor du gehst. Jo, habe ich schon getan. Gut, wie kommen wir dann hier rein? Ja, was steht da? Nie hat jemand alle Rätsel bestanden, ohne untot zu sein. So geht's zur letzten Aufgabe. Ich nehme mal kurz wieder meine Schalter mit. Meine Schalter! Ich habe scheinbar noch nicht alle Rätsel geschafft. Bestimmt geht es dann auf, wenn man alle Rätsel gelöst hat. Oh! Ich habe einen Lavatrank zu viel getrunken, fällt mir gerade auf. Ja, Arschkarte würde ich sagen gerade. Allerdings werde ich mir... Moment, wo war diese Kammer? Ich muss nicht cheaten. Noch nicht. So, da ist die Königskammer. Hier war doch bestimmt die Tränkekammer irgendwo. War das die hier? So. Ja, das war hier. Wunderbar. Hier habe ich bestimmt noch eine Magma-Kugel drin liegen. Ja! Wasserflasche. Ist aber keine mehr seltsame Wasserflasche. Verdammt. Die habe ich mir ja nur selber aufgefüllt. Es wird also nicht gehen. Hm. Schade. Dann bin ich einfach hier hingegangen, um mir so einen Trank zu schummeln. So, was brauchen wir denn? Feuerriese 8 Minuten, 3 Minuten. So.
oder? Ja, mit Banane dran kommt er nur raus. Wunderbar. Wie komme ich hier raus? Da behalte ich mich auch gerade ein bisschen mal so. Zack. Zack. Ja. Zack. Zack. Hier lang, dort lang, runter, hoch, runter, hoch. Darüber, da lang, hier so. Jetzt sind wir wieder da, so ein bisschen mehr auf der normalen Strecke. Und können wieder hier entlang hüpfen. Hui, und ich habe so viel Spaß. So, wo bin ich jetzt? Hier bin ich. Gut, dann muss ich da durch. Und hier irgendwo nach links raus. Ja. Gut, dann schauen wir doch mal ins Feuer hinein. Mit unserem zweiten Feuertrank, den wir natürlich noch nicht getrunken hatten. So. Ich fahre einfach mal mit dem Minecart. So. Wo bin ich denn hier angelangt? Da auf jeden Fall schon ein Schalter. Nur wenn du aufgibst, was du ewig hast, wird sich der Weg öffnen. Ich aufgebe, was ich ewig habe. Meine Geduld. muss jetzt die ganzen Kisten... Nein, ich schaue nicht in jeden Ofen rein, ist mir zu doof. Hier sollte wohl der letzte drin sein. Okay, wir brauchen also noch einen Schalter. Nur wenn du aufgibst, was du ewig hast, wird sich der Weg öffnen. Was habe ich ewig? Man weiß es nicht. Also ich hoffe einfach mal, in keinem der Öfen ist jetzt was drin. Sonst muss ich dich ernsthaft schlagen. Na, guck mal. Da hinten hat sich... Ah, da ist der Schalti. Wunderbar. Gut. Kohle soll ich... Ich darf hier nur Kohle werfen. Also habe ich Kohle geworfen. Komischerweise. Ach, und hier kommt, wird gleich aufgemacht. Wunderbar. Ist hier noch irgendwas in diesem riesigen Wassergang? Nö. Hallo, Undi. Du, die, du, die, du, die, du. Nun erfülle dein Schicksal oder geh. Du entscheidest. Weiter. Freiheit. Nee, ich möchte noch mein Schicksal erfüllen. Du, bi, du, bi, du, bi, du, bi, du, 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 bi, du, 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 bi, du, bi, du, du. Schön, wenn du das Wasser zu tief setzt, nicht tief genug machst. Maps bitte testen. Nee. Hey, wie unepisch kommt das denn? Du gehst dein Schicksal erfüllen. Krrr, tot. Ach ja. Du, 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 du. Zwei Kästchen Wasser muss man übrigens nehmen, damit man keinen Fallschaden kriegt. Ach, waren sogar zwei Kästchen. Dann nehmen wir drei. Drei bis zwei. Man kann auch bei zwei Kästchen schon Schaden kriegen manchmal. So. Ich nehme meine... Atmungsrüstung, die brauche ich, glaube ich, jetzt dann mal. Oder? Man weiß es nicht. So. Gehen wir mal da runter. Und darüber. So, jetzt eigentlich mit diesem Rätselkammerding. Noch niemand hat ein... Ah, komm. So. What's going on? Stank der Träke. Regeneration, Geschwindigkeit. Boah, trinken wir mal alle. Stärke. Regeneration. Geschwindigkeit. Wir sind eine Kampfmaschine. Und eine Diamantrüstung. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So. Jetzt haben wir eine volle Dia-Rüstung an. Warum wir diese Artenrüstung braucht, weiß ich immer noch nicht. Sprinten! Alter, sind wir schnell. Hier brauche ich nicht mehr meinen Flymods zum... Nein, jetzt hüpfe ich noch dabei, dann habe ich die ultimative Geschwindigkeit im Spiel. Ja, noch kürzer gingen die Gänge nicht mehr, ne? So. Nun tritt deine Reise an, in die Vergangenheit von Aria, dem Land der Ahnen. Ich werde es in zwei Teile aufteilen, übrigens die Folge. Einfach, weil ich nicht so viele Einzelteile haben möchte. So. Was sage ich das eigentlich in der Map? Ich werde es ja eh sehen. Danke fürs Spielen meiner ersten Adventure-Map. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du Lust auf mehr hast, entsteht die zweite...
hier entsteht der zweite Teil der Map. Diamanten sind deine Punkte. Ich habe 8 Punkte. Wie viele Punkte es gab, wird mir nicht gesagt. Sehr nett. Gut. Allerdings möchte ich jetzt nochmal zurückfliegen. Wo war die Map? Hier irgendwo. Ja, da ist sie. Wie wäre ich da reingekommen hier? Da. Das ist mit Pistons verbunden, ist mir klar. Nun suchst du gleich noch zu passieren. Mit dem zweiten kommst du aber nur. Der dritte. Ja, gut, hier hätte ich vorher reingesollt, aber ich wusste nicht, wie ich hier reinkomme. Ich habe alle drei Kammern da reingeschaut und alle Rätsel gelöst. Nein, nicht ganz. Hier war noch irgendwas mit Kammer erleuchten. Obwohl hier eh alles schon mit Lightstone voll ist. Hier hätte ich einfach hochklettern sollen. Wie? Ich brauche mal kurz einen Schalter. Schalter. So, das hätte das hier geöffnet. Du hättest mir das hier geöffnet. Hallo und herzlich willkommen in den Testräumen von Valley Science. Es werden nun einige Tests folgen, um zu überprüfen, ob sie nicht nur ein dummer Affe sind, der sich hierhin verlaufen hat. Die Tests werden beginnen, sobald sie den Schalter umlegen. 1. Ja. Okay. Wow. Echt schweres Rätsel. Wow! So, ein kurzes Jump'n'Run. Laufe ich eigentlich noch so schnell? Nee, alle Tränke ausgelaufen. Schade. So, dann da hin. Okay. Dann um die Ecke hüpfen. Ach, wenigstens ist hier mal eine Leiter. So, und... Kann ich nicht gleich von dem ersten Block dahinter in die Ecke springen? Hm, sieht so weit aus. Na gut, dann eben nicht. So. Yes. Und dann so. Yes, und so, und bam. Gut. 10,50, nun die heilige Fragerunde. Die Wurzel aus 100. Hey, my kid. 100. Wie heißt du? Ich weiß nicht, Barney Stinson, Nathan Drake. Du scheinst ehrlich zu sein. Letzte Frage, was willst du? Gold, was sonst? Ich will nur hier raus, verdammt nochmal. So, hiermit gibt man ihnen den Auftrag, die Zivilisation, falls sie zerstört sein sollte, neu aufzubauen. Sollten sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um dies zu tun, wenden sie sich bitte an anderen Menschen. Schalter. Der nächste für die Rätselkammer. Ich weiß nicht, welche Rätselkammer gemeint ist, aber es war wahrscheinlich dann die dritte. So, dann bin ich hier. Hätte ich eine Eisenspitzhacke bekommen. Heutige Aufgabe der Arbeiter, 2 Iron Ores abbauen. Ja, und die hätte ich wahrscheinlich dann auf die Schalter legen sollen. Genau. Das wäre auch noch lösbar gewesen. Dann wäre hier wieder... Wie viel man noch entdeckt, wenn man sich nochmal umguckt. Wahnsinn. Wenn man eine ganze halbe Map hier entdeckt. So. Dann bin ich da runtergerutscht. Blablabla. Und da rein, wie es scheint. Ja. Okay. Hier den Gang hinter. Ui. Und dann da hoch. Wo bin ich denn? Die Schalter und den Schalter umgelegt. Da rausgeschwommen, das wäre ich wieder vor dem Tempel. Ah ja, okay. Gut, das habe ich nicht gelöst. Wie wäre ich überhaupt da hochgekommen? So, würde ich hier irgendwo im Thron hochkommen, wäre ja noch lösbar. Dann wüsste ich ja, dass ich dann dahinter klettern kann. Aber wie wäre ich hier hingekommen? Vielleicht das simpleste Jump'n'Run? Ja. Mongo, ich. Habe ich nicht gesehen. Okay. Aber gut. Dann war es das mit dieser Map, die jetzt fast 50 Minuten lang war. Wow. Ein bisschen zu lang. Ein bisschen, wenn nicht viel zu lang. Hier wäre noch ein Verzauberungstisch. Falls ich irgendwas von mir verzaubern wollen würde. Ach, habe ich keine Erfahrung. Schade. Ja, Rotz hier, ich. Schlimm.
Werde mir einen Haufen TNT geben. Schalter habe ich schon. Aufgebaut war sie schön. Ein bisschen. Also, ich war an ein paar Stellen verwirrt. Vielleicht mit anderen Spielern nicht. Trotzdem kriegt sie deswegen nur ein B. Weil ich ja Noten gebe und so, ne? Also wieder. Außer ich bin bei einer Map so aufgeregt wie bei der letzten und reg mich nur über alles auf, dann gibt's keine Note. Sieht aus wie ein Bö. Ein hässliches, aber wie ein Bö. Kann man daran eigentlich Schalter setzen? Nein, natürlich nicht. Gut. Dann, werde ich erstmal mein gesamtes Inventar hier rauswerfen. Bla 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 bla. So. Meine Diamantrüstung ausziehen. Mich fragen, wo mein Schalter hin. Ach, den habe ich schon platziert, genau. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es Let's heißt. Let's Adventure. Yo, Minecraft. Bis dann. Euer explodierender Zombie.